So, du, du. Jetzt schauen wir uns mal an, was da oben ist. Pro-Tipp, es wird wahrscheinlich nichts Gutes sein. Oh, ein Teleporter. Oh, danke, danke, danke. Ah, jetzt können wir uns überall hinbeamen. Jetzt kann ich zum Beispiel auch zurückspringen und einen Wasserspeer machen. Genau. Bin ich nicht verrückt? Haha, jetzt kann ich beamen. Und das Anivers Diary war eigentlich komplett verschwendet, aber hey, nachdem ich an einer Stelle dreimal hintereinander gestorben bin, bin ich lieber vorsichtig. Ich meine, ihr wollt ja bestimmt auch nicht sehen, wie ich dreimal hintereinander denselben Scheiß mache. Kaufen wir uns das nochmal neu. Und die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen nützlicher. So, jetzt geht mir das zwar das Geld aus, aber da das Herstellen und Upgraden und von Waffen ja kein Dings da, kein Geld verbraucht. Und du wartest hier schön. Ich mache jetzt mal einen Creator. Jetzt mache ich mal eine Wasseraxt und gucke, was daraus wird. Gut, gucken wir mal, was das Aqua-Ohr aus unserer Axt macht. Bling! Oh. Fuck. Haben wir die zweimal. Oh, toll. Na gut, jetzt sehen wir mal den Unterschied, den das Upgraden macht. Oder schauen wir uns das mal an. Ah ja, es ist ein bisschen Durability und Angriff etwas schwächer, dafür Verteidigung stärker und wir sind noch langsamer. Toll. Versuchen wir nochmal Upgrade. Ah ja, stimmt. Ja. Das könnten wir natürlich auch machen. Ah ja, spielen wir hier mal wieder rum. Ich meine, wir sind ohnehin total unbeweglich mit der Axt. Gut. Das ist gut. Das war ein misslungenes Experiment. Und hier haben wir dann anscheinend auch Aqua-Dings da gemacht. Naja, gut zu wissen. Na, das war wohl nix alles. Gut. Die Axt, die wir nicht ausgerüstet haben, können wir dann eigentlich auseinandernehmen. Ah, oh, vergessen wir das mal. Okay, gut, das war ein Experiment in Doofheit. Aber zumindest können wir jetzt zu der Wasserfestung springen, die seltsamerweise unter der Erde ist. Ja, lasst mich raten, die Erdfestung wird unterseeisch sein, oder was? Gut, speichern wir nochmal. Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. So weit habe ich es noch nicht geschafft bisher. Hey, dank diesem Let's Play schaffe ich das Spiel jetzt wahrscheinlich endlich mal durch, ja? Gucken wir mal, was. Oh, Storyzeit. Man sieht schon eher wie ein Platz aus, wo man ein Schwert verstecken könnte. Da sind ja fast nur Schwerter dran. Das ist schon wieder eine andere Festung, richtig? Sieht aus wie die Windfestung. Na gut, also nennen wir es die Wasserfestung. Ich mache mir eher Sorgen um das, was Nina gesagt hat. Wir müssen aber sowieso reingucken. Wir müssen irgendein Zeichen für die Dämonenklinge finden. Genau. Ja, toll. Schwert, 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 Schwert. Schauen wir mal. Oh nö, nicht der schon wieder. Nein. Naja, hilft ja alles nichts. Erledigen wir ihn. Get harm. Ah, das hat ja lang genug gedauert, Ariel. Tja, Pech für euch, aber hier ist nichts da. Na, erstens. Tja, die haben eben lang gebraucht, ne? Und? Wir sind eben dreimal zurückgegangen und haben es viermal schlafen gegangen und so weiter. Und zweitens, ja und, das ist erst die zweite Festung, klar, dass hier nichts ist. Getham, warum, was machst du hier? Warum bist du hier? Was? Natürlich wegen euch. Wenn ihr die Dämonenklinge in die Hände bekommt, sind meine Pläne alle ruiniert. Ich muss dafür sorgen, dass Ryoga mir vertraut. Das heißt, ich muss ihm helfen, Gurai uns wiederzubeleben, auch wenn das nicht mein Ziel ist. Hä? Ich dachte, das wäre sein Ziel. Ach komm, ey. Muss ich mir jetzt meine eigenen Videos angucken, um sein wirres Geschwafel durchzusteigen? Was? Du betrügst Ryoga? Naja, gut. Er ist anscheinend der offizielle Bösewicht. Oh, ich habe anscheinend zu viel gesagt. Ich höre, Ryoga ist kein Idiot. Ja, jetzt versuchen wir dasselbe. Gura zu der Former Glory aufzurestoren. Darum arbeiten wir jetzt zusammen. Zumindest zeitweise.
quasi. Nein! Ey, ich wollte gerade noch was erzählen. Ha, ich liebe den Lugge. Oh wow, jetzt wird er richtig. Oh wow. Okay, also ich liebe den Anblick von Enttäuschung auf deinem Gesicht. Das ist viel besser. Oh, Gott sei Dank. Jetzt finde ich es doch gut, dass ich hierher gekommen bin, den ganzen Weg, um diese leere Ruine auszuforschen. Du wirst niemals die Dämonenklinge finden. Los, geh, gib es zu. Das Weiseste wäre jetzt, dich selbst zu retten und dein Dorf. Los, packt eure Sachen, haut ab. Seid nicht blöd und sterbt in einem Akt von idiotischer Mutigkeit. Was? Hast du irgendwas zu sagen? Du wirst mich nicht stoppen. Was? Egal was, Master Ariel wird die Dämonenklinge finden und dann Gura versiegeln. Naja, solange wie ich Master Ariels Guardian Beast bin, werden wir niemals aufhören. Ah, nicht schon wieder, arg. Hey, die hat doch genau das gleiche gesagt, was du gesagt hättest. Nur minus ein paar Flüche. Naja, nur sie kann das sagen. Das ist seltsam. Geister, ein Mund? Ist es nicht ein bisschen zu eng da drinne? Hey, Schnauze! So, ihr wollt also immer noch in meinem Weg bleiben? Ja, das wollen sie. Ja, wie ich es dir schon gesagt hatte, wir werden Gura selbst versiegeln. Das Geschwafel hat mich zu eben fertig gemacht, also... das Durchhaltevermögen eines Handwerkesritters kann nicht gebrochen werden, nicht mal mit einem Hammerschlag. Oh, jetzt habe ich aber richtig Angst. Es ist so spaßig, wenn sie einfach so zerschmettert werden von der bösen, bösen Realität. Was zum... Das hört sich an wie Nonsens. Du wirst nicht lange leben, um deine Foolishness zu regretten, du... Okay, jetzt reicht's aber. Geht mir mal den weißen Ball weg. Unter dem Pakt im Namen von Getham Kamkarosa. Los, tauch auf vor mir. Eisenpferd, komm und diene mir. Oh Gott, nee, bitte, hau ab. Okay, Zeit zum Schwerteln. Ey, verdammt, das Ding ist schwer. Ich meine schnell. Das hat auch Maschinen? Autsch, okay. Jetzt wird mal Zeit für Magie. Gut, das war nicht so gut. Versuchen wir es mal mit dem Wasserding. Und gucken, wie viel das bringt. Hey, das ist doch schon viel besser. Mann, das Ding ist aber schwieb. Autsch. Okay. Ich sehe schon, ich muss mich hier wieder heilen, weil das Viech ist doch nicht so unernst, wie ich dachte. Gut, wenigstens haben wir Magie für sowas. Na genau, hier, Schmetterlung. Hey, jupp. So, genau, hier. Ah, Magie sei Dank. An dem Ding hätte ich mir sonst auch meine Waffen verzerbrochen. Eigentlich nicht, du hast es mit Magie fertig gemacht in 3 Schlägen. Victory, diesmal verdient. Und wow, kriegen wir eine Menge Erfahrungspunkte hier. Wow, okay. Und Level Up für alle. Yeah, Ariel Level Up, Dino Level Up und Stormwind. Jetzt haben wir noch einen Angriffszauber. Und nur so wenig Platz, um die alle auszuprobieren. Okay, gut. Da will man noch so viel Schaden nehmen. Ach, versuchen wir es noch. Ach ja, mal sehen. Nehmen wir mal Agilität, so. Oh, gut, das ist nützlich. Ich krieg eins für das, was ich verschwendet habe. Ha, nimm das. Was machst du jetzt, Getter? Tja, ich muss euch gratulieren. Ihr seid besser geworden. Naja, gut, diesmal lasse ich euch gehen. Als Respekt für eure Kampffähigkeiten. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir gerade in die Hosen gemacht habe. Aber hau ab und komm niemals zurück. Tja, egal wie gut ihr ist, ihr werdet schnell niederknien vor Gura. Ach ja, natürlich. Ihr werdet vor mir niederknien, wenn ich Gura beherrsche. Muhaha. Was zum... Ich würde niemals einen Irren wie dir dienen.
Du, ich gehe weg und ihr verfolgt mich nicht, weil ihr dämlich seid. Oh, verdammt, er hat recht. Oh, das war intens. Nina ist da. Was machst du hier unten? Oh, ich habe diese bösen Energien gefühlt und dachte, ich komme einfach mal rein. Naja, aber es war schlimmer, als ich dachte, also habe ich mich wieder versteckt, bis alles zu Ende war. Oh, typisches Verhalten von NPCs. Arbeitet ihr zusammen mit diesem Ryoga? Ja, so in etwa. Er versucht, die Dämonenklinge zu finden, aber er will also Gura befreien. Ist irgendwie mysteriös, nicht ganz richtig im Kopf. So, dies ist also die Festung, nach der ihr gesucht habt? Yep, genau. Danke, dass du uns geholfen hast. Ach, ja, mach doch nichts. Ich denke, diese Festung wurde von Beschwörern von einer langen Zeit verwendet. Woher willst du das wissen? Nun, als ich das letzte Mal hier war, habe ich eine Menge Bücher über Beschwörungen in dem Raum hinten gefunden. Das waren wirklich alte Bücher. Hat wirklich Spaß gemacht, sie zu lesen. Wow, du musst wirklich klug sein, Nina. Hä, ich bin nicht so klug. So, was werden wir jetzt machen? Getham sagte, wir würden die Dämonenklinge hier nicht finden. Und er war ja so vertrauenswürdig. Genau, warum sollten wir ihm glauben? Schauen wir uns trotzdem mal um. Ja, genau, ignorieren wir den. Okay, ich schaue mir diesen anderen Raum nochmal an und lese Bücher. Viel Spaß beim Suchen. Okay. Nun, wir wissen natürlich, dass wir hier nichts finden und Bücher lesen, nachdem ich so viel Quatsch gelesen habe. Naja. Let's check out the inside of this fortress. Oh toll, ich muss also weitermachen. Ich werde dazu gezwungen. Verdammt, nicht mal Phantasy Star 3 ist so gemein. Toll, diese Bücher können wir nicht mal lesen. Was bringt uns das dann? Ah, okay. Na gut. Dann weiter. Toot, Railroading ahead. Ich habe gehört, dass dieser Platz von Summanern benutzt wurde. Ja, genau. Die Sonne geht unter. Wir sollten ins Bett gehen. Ja, genau. Gehen wir zu Hause zurück. Aber wir müssen bei der Windfestung vorbeikommen und Tatjana mitnehmen. Tja, Dämonenklinge ist hier auch nicht. Tja, Pech gehabt. Oh, ich habe mich gerade erinnert. Da ist eine andere Festung. Die ist noch tiefer im Wald. Oh, wer hat denn das gedacht? Ah, tut mir leid, Heldin. Das Schwert ist in einem anderen Schloss. Ja, nicht die Windfestung? Da waren wir schon. Nein, es ist nicht die Windfestung. This place has little balls of lightning flying around here. Also gut, wir hatten die Windfestung und die Wasserfestung. Jetzt kommt die Elektrizitätsfestung. Genau, vielleicht findest du die Mondklinge dort. Oder vielleicht auch nicht. So, cheer up. Jetzt weißt du, wo du zum nächsten Mal hinrennen musst. Danke, Nina. Auf zur nächsten Festung, die garantiert nicht das Ziel sein wird. Diese Festung war ein bisschen zu angsteinflößend. Darum bin ich nicht reingegangen. Sorry. Tja. This is creepy enough to scare a ghost. Wow, it must be really frightening in there. Ja, genug von diesem Quatsch jetzt. Genau, wird schon nichts passieren. Da ist nichts, wofür wir Angst haben müssen, außer Elektrizität. Du bist viel zu optimistisch. Okay, gut, bevor wir uns den Weg zu der dritten Festung machen, wo wir die Dämonenklinge auch nicht finden werden, jetzt machen wir erstmal Schluss. Es gibt nur so und so viel von dem Quatsch, den ich ertrage in einem Abwasch. Gut, jetzt haben wir eine Festung erledigt, zwei Festungen erledigt und jetzt kommt die dritte Festung. Aber vorher eine Menge Gequatsche. Oh, na gut, bis zum nächsten Mal.